Also es wird Zeit für Ellie, heute zu gehen, würde ich sagen. Sie hat schon sehr viel durchmachen müssen hier auf diesem Asteroiden. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Oxygen Not Included, Spaced Out DLC. Und wir schicken sofort Ellie, du darfst gehen. Tschüss, du hast genug, wirklich genug durchgemacht. Komm, die schicken wir wieder zurück. Gute Arbeit übrigens. Danke, dass du den Geysir hier gebändigt hast. Jetzt darfst du diesen Asteroiden verlassen. Tschüss, Ellie. Da ist sie ja. Ich hoffe, die Ellie hat ein Bett hier zugewiesen. Na, das weiß man ja mittlerweile nie. Sehe ich das? Ah ja, genau. Hier können wir prüfen. Hassan, Bart, Meh, Joshi, Nicola. Und hier kann die Ellie pennen. Sehr, würde ich sagen, sehr gut. Na, so, vielleicht könnten wir hier noch ein bisschen Kupfer machen. Machen wir mal hier, sagen wir mal, 20 Kupfer. Gold können wir hier auch nochmal 20 machen. Eisen zu Stahl. Machen wir mal 50. Eisen 50. Ja, da können wir ein bisschen reinhauen, würde ich sagen. Passt von mir aus. Und in dieser Folge werden wir auf Cosmo, oder wir erstmal, bevor wir auf Cosmo gehen, wir gehen auf Topi und schauen uns mal hier die Lage an. Wie sieht es hier aus? Wir haben hier organisch übrigens Schleim. Und zwar bitte Schleim nur beim Aufräumen. Und dann haben wir hier diesen Räumbefehl. Das muss hier komplett weg. Alge, Schleim, 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 ne? Das muss auf jeden Fall weg. Hier, wir machen auf Turbo-Turbo-Modus. Dann macht das auch natürlich Sinn, das ganze Spiel. Ansonsten natürlich nicht, ne? Wenn wir so langsam sind. Hier zum Beispiel, das Zeug muss weg, ne? Nein, 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 nein. So, Schleim. Ganz wichtig, ne? Wir wollen... Was haben wir hier? Bad-Bad-Samen, Schleim. Ne, Schleim. Das kann hier alles weg. Haben wir hier auf alles gewählt. Das ist wichtig, ne? Schleim darf hier nicht reinkommen. Einstellungen übertragen. Wo haben wir noch? Die Kisten. Haben wir hier Schleim. Das darf nicht sein, ne? So, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst haben wir plötzlich Schleim in der Bude. Und er hat hier seine Hände geputzt. Oh, gewaschen, geputzt. Seine Zähne geputzt. Ah, das ist genau das, was ich meine. Das ist genau, was ich meine, Mensch. Das kann nicht sein, dass du da Schleim reingeladen hast. Spinnst du? Oh je, oh je, oh je, oh je. Sofort desinfizieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Komm. Warum macht er das nicht? Das wird nicht gemacht, okay. Aber hier, das ist doch mal für Schleim. Das ist gedacht für Schleim. Haben wir hier oben? Wir haben immer noch Schleim, ne? Oh je. Naja, komm, lassen wir mal. Das wird eh eine Katastrophe dann mit der Zeit. Oh, das ist so ineffizient. Was haben wir denn hier so für... Oh je, so viele Rohstoffe haben wir hier. Komm, das will ich mir nicht länger anschauen. Wir schauen uns hier dieses Wunderwerk der Natur an. Und dann gehen wir hier natürlich runter zum Öl. Und was steht hier? Hier haben wir den Vakuum. Perfekt. Und wir machen hier 1000. Über 1000. Vielleicht machen wir 500. Machen wir erstmal 500. Nein, wir machen 1000. So wie vereinbart. Nicht 10.000. 1000. 1000 Gramm. Sehr gut. Und dann machen wir die Pumpe an. Und jetzt geht es los. Endlich gibt es Öl übrigens. Da kommt das endlich ran. Komm schon. Das Wasser ist da. Es wird hier der Druck aufgebaut. Wir sehen hier 0,56% Gegendruck. Sehr gut, der Druck wird aufgebaut. Dann haben wir auch irgendwann mal
einen Dupe, der hier in seinen Schutzanzug schlüpft und dann natürlich hier seine Arbeit macht. Das werden wir beobachten. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Erzeugt Rohöl. Ja, schon viel, ne? 3 Kilo pro Sekunde, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir natürlich hier schauen, dass das... Genau, das haben wir hier, ne? Und wichtig ist, das wird jetzt interessant, denn wir müssen das Rohöl auf gesamter Strecke isolieren. Es wird sehr warm sein. Daher hier auch die Isolation, die gebaut werden muss. Komplett. Dann müssen wir auf Mukini übrigens auch vorbereitet sein auf das Öl. Hier kommt das Öl raus. Daher brauchen wir erstmal Tanks, würde ich sagen. Tanks machen Sinn. Tanks bauen wir auch. Die Frage ist, wo genau? Sollen wir die Tanks hier direkt hier oben bauen? Hier auf dieser Ebene? Würde... Ja, könnte Sinn ergeben. Macht, glaube ich, auch Sinn. Denn wir können dann hier Öl haben, dann Erdgas von mir aus, dann Plastikherstellung und Strom. Oder hier oben Strom, Plastik, Plastik und so weiter. Wir können ja theoretisch 2 Ebenen haben. Würde Sinn machen. Machen wir einfach. So, und jetzt kommt Flüssigkeitstank. Wir machen das so wie hier unten. Zack. Aus. Nicht Aluminium, ganz wichtig. Nochmal ran. Und zwar machen wir mal aus Kupfer. So, sehr schön. Sanitär isoliertes Rohr. Da wird es herkommen. Wir müssen das irgendwie schlauer noch gestalten. Da geht es rein. Da geht es rein. Da geht es raus. Und so weiter. Sehr gut. Das ist perfekt. Das wird das Öl. Hier haben wir das Ethanol. Dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir einen Flüssigkeitsfilter hier haben. Das, was hier rauskommt, wird hier in diesen Flüssigkeitsfilter geladen. Hier wird Rohöl gefiltert. Hier geht es dann weiter. Wir machen das dann so. Das kann dann weg. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben von mir. Wir machen nochmal sanitär. Wir machen dann von mir aus nochmal einen Flüssigkeitsfilter direkt dahinter geschaltet. So, und hier kommt das Ethanol. Aber das hier muss weg. Dann müssen wir das natürlich verbinden mit Strom. Das können wir hier direkt machen. Das schadet uns nicht. Das wird passen. Also ich denke mal, wenn wir das haben, haben wir das eigentlich gut schon mal organisiert für die Plastikproduktion. Wir schauen nochmal bei Topi. Ist das Zeug hier endlich weg? Nicht, noch nicht. P9, na, Prio 9. P. Ja, deswegen, ne? Das muss natürlich sofort gemacht werden. Weil wir verbrauchen gerade hier den ganzen Sand, ne? Und Sand haben wir nicht so viel. Perfekt. Jetzt schauen wir mal. Keime haben wir jetzt nur in der Luft und da geht das Ding rein. So, und dann bauen wir auch mit Prio 9 hier zu. Perfekt. Und dann können wir das lassen. Ich denke mal, das wird mit der Zeit dann komplett nur Sauerstoff sein. Keimfrei. Und dann können wir hier theoretisch dann expandieren. Und ich weiß, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Aber ich meine, das war ja kaum abwendbar. Wir können ja keine Farmen mehr darunter bauen, aber so ist das eben normal. Die können wir dann irgendwo anders bauen. Ist jetzt nicht so wichtig. Super, das habe ich mir auch gerade gedacht. Sehr schön, dass die so schlau sind und sich hier eingebuddelt haben. Jetzt können die mal wieder ran und von hier oben bauen. Und wenn ich noch einen sehe, der da nach unten geht, dann drehe ich durch. So. Komm, gehen wir mal nach Cosmo. Schauen wir mal, ob hier jemand arbeitet. Der Druck ist auf 32%. Noch nicht. Wir machen hier auch nochmal. Prio 9 ist jetzt. Aber sonst macht keiner was, ne? Hier wird das ganze Holz noch hochgejagt. 81 Tonnen Holz haben wir mittlerweile. Wahnsinn, ne? Wirklich
verrückt, was hier gerade passiert in der Bude. Oh, und hier haben wir schon 40 Grad. Oje, oje. Hat er das jetzt endlich gebaut? Nee, ne? Das muss der Nails machen. Aber der Nails, der entspannt jetzt erstmal. Also wir schauen mal in Mukini nach. Das steht schon mal. Dann machen wir hier Flüssigkeit. Rohöl, ne? Dann machen wir hier Flüssigkeit Ethanol. Sehr gut. Und dann natürlich können wir mal Folgendes machen. Wir sagen, alles andere wandert mal vorläufig in so einen Tank. Das können wir dann irgendwann mal abbauen, ne? Aber vorläufig. So, wir schauen hier. Der Druck baut sich langsam auf. Perfekt. Jetzt mal Topi. Bitte, bitte, mach das nochmal ordentlich. Nee. Der ist immer noch am Chillen da oben. Wasser haben wir aktuell auch gut. Der Wasserstand ist auch noch okay. Das können wir jetzt endlich mal putzen. Und jetzt schon wieder Zeit, Pause zu machen. Unfassbar. Das kann auch weg. Schauen uns mal die Keime an. Ja, das gefällt mir nicht, ne? Aber die Keime, die werden einfach, weil hier Sauerstoff ist, werden langsam weniger, ne? Aber hier die Eierschale, ne? Ah, 4, ne? Das wird langsam weniger. Das ist schon mal okay. Mit der Zeit wird das dann hoffentlich auch weggehen. Ja. Schauen wir mal in Cosmo. Das läuft und läuft. Theoretisch müssten wir hier jetzt viel mehr Strom verbrauchen, ne? Wie ist eigentlich die Temperatur hier? 100 Grad schon. Müssen wir das vielleicht kühlen? Hm, interessant, ne? Der Gedanke, ich habe mir nie so richtig die Gedanken gemacht, ob ich jetzt kühlen muss. Ich dachte, das wird schon passen. Wenn wir das aber kühlen müssen, dann ja, wird es eine Herausforderung, das Ding hier zu kühlen. Also wieder mal zurück in Topi. Hoffentlich zu und keiner ist irgendwo gefangen. Hm? Ja, da einer am Putzen, hier einer am Arbeiten. Perfekt. Und ich würde sagen, auch hier Lufterfrischer 1, 2. Damit das auch am Ende auch funktioniert. So, perfekt. Das ist doch mal sehr schön. Das ist doch mal sehr schön mittlerweile. Auch hier Sauerstoff und hier sehen wir, das nimmt auch langsam ab, ne? Perfekt. Ja, ich denke mal, wir haben hier diesen Planeten schon mal gut gezähmt. Wir haben hier natürlich auch Schleim und hin und her, aber nicht so wichtig und nicht so dringend. Ich bin sehr stolz auf diese Dupes, auf diese zwei Dupes, die haben es gut gemacht. Ich will jetzt endlich mal sehen, dass dieser Ölbrunnen anläuft, ne? Hier, das tropft eher ein bisschen, ja, ne? Da kommt ein ganz wenig runter. Aber gleich, ne? Also was für einen Druck haben wir hier? Was haben wir denn gesagt? Wenn der über ist, warum pumpt der dann nicht? Ah, der kann ja gar nicht pumpen, weil es ja nicht verbunden ist, ne? Das ist ja genau der Trick. Wir machen hier Rohrbrücke hier rein. Perfekt. Das heißt, hier dieser Strang hat Prio immer noch. Dieser hier. Den werden wir brauchen für dieses Ethanol hier. Brauchen wir jetzt aber nicht so dringend. Deswegen haben wir es gelassen. Aber wenn wir das jetzt hier gebaut haben, sollte eigentlich Rohöl gepumpt werden. Perfekt, da kommt auch das Rohöl ran. Und dann sehen wir auch zum Beispiel hier, wenn gleich hier 500 Kilogramm erreicht ist, sollte der hier die 50 Sekunden runterzählen. Das geht aber jetzt, das wird jetzt so ein bisschen dauern. 750 Kilogramm haben wir hier schon. Ja, langsam wird das weniger. Also können wir natürlich hier rüberschauen. Hier haben sie es auch fertig gebaut. Hier habe ich vergessen, ein Kabel zu bauen. Wir schauen nochmal in Mukini, ob das auch so ankommt, wie wir uns das wünschen. Perfekt, Öl kommt auch mit einer Temperatur von 75. Verrückt, ne? 75.
Das ist schon hart. Also 75 Grad, ne? So, wieder zurück hier. Wir schauen nochmal 670. Der wird hier weiter funktionieren. Wir schauen hier natürlich, hier wird wahrscheinlich sehr viel auch, naja, ich wollte gerade sagen Strom verbraucht, aber wir sehen hier 12 Kilojoule aktuell. Ja, 10. Und die, ja, das geht schnell, ne? Das sind einfach 3x800 Watt, ne? Das ist schon eine Menge. Und da unten eine Pumpe und ein Öl. Extraktor, das ist nichts für so eine Menge, ne? Und hier, wir haben hier auch Erdgas ohne Ende. Übrigens, jetzt geht's los, ne? Schaut doch mal, wie schnell das geht. Zack, zack, zack. Punkt. Fertig. Das war's, ne? So gut. Warum habe ich das nicht am Anfang gemacht? So, ja, genau, da haben wir ihn. Ne? Wir schauen uns das jetzt mal an. Ah, das sieht doch super aus, ne? Endlich. Endlich gibt es hier in dieser Bude Öl. Sehr, wie ein alter Zug hört sich das an. Ne? Passt für mich. Perfekt. Wir schauen nochmal. Dem Buddy, den geht's gut. Die Wärme 170 Grad. Das ist so verrückt, was hier gerade passiert. Das ist richtig, richtig. Der Ölbrunnen, der ist ja richtig am Abgehen. Gut, dass wir den aus Stahl gebaut haben. Der hat übrigens aktuell, wo sehen wir das? Wenn wir drüber hovern vielleicht? Nein. Eigenschaften? Nein. Überhitzungstemperatur, da. 2200 Grad. Wenn das stimmt. So hoch. Wahnsinn. Hier 275 für die Flüssigkeitspumpe. Der Hydrosensor hat keine. Ich dachte, der hat eine. Aber perfekt. Hier haben wir zum Beispiel, da geht es schon los, ne? Der Puffer, der lässt die Pumpe noch weiter arbeiten. Und dann werden wir hier, wir müssen mal schauen, der Hydrosensor, der sagt uns nach diesen paar Sekunden. Oh, da können wir noch auf jeden Fall, ne? Also wir machen mal beim Puffer nicht mal, wir machen mal... Ja, 120 Sekunden, würde ich sagen. Ist eine super Sache. Hitze hier ist natürlich extrem, aber hier, das ist genau das, was ich gemeint habe. Wir haben hier natürlich diese 70 Grad, es werden natürlich immer mehr. Hier haben wir aber natürlich keinen Wärmeaustausch, weil wir im Vakuum sind hier. Das heißt, dieses Wasser, das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit langsam aufwärmen, aber dieses hier, das wird dann so bleiben. Das ist die Doppelschleuse. Perfekt, würde ich sagen. Sieht super aus. Hier haben wir hier wieder diese Pumpaktion. Die schauen wir uns jetzt mal an mit 120 Sekunden. Wir achten hier auf den Druck aktuell. Das heißt, wie tief werden wir fallen? Der pumpt, ne? Schon gewaltig. Ja, so auf 400. Sieht doch gut aus, ne? Auf 400, ne? So ungefähr habe ich mir das auch gedacht. 100 Kilogramm. Perfekt. Und jetzt ist es wieder rot. Jetzt kann er wieder aufpumpen auf 500. Das ist doch mal super. Dann muss die Pumpe auch nicht immer hin und her zappeln, ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Perfekt. Wir gehen jetzt auf Mukini. Wir schauen uns das an. Wir haben schon einen Tank voll mit Erdöl. Also das funktioniert prächtig. Das funktioniert prächtig. Was wir aber irgendwie auch steuern müssen, ist, wann wir aufhören zu Erdöl schürfen, wollte ich sagen. Wir schöpfen ja das Erdöl. Wie können wir das regeln? Was würde hier am meisten Sinn machen, ne? Übrigens haben wir hier auch Erdgas, ne? Theoretisch könnte man das in ein Lager füllen und alles, was drüber geht, geht dann raus in die Umwelt. Oder wir füllen das eben. Wir müssen das... Ja, hätten wir hier ein Überdruckventil, könnte man das hier quasi reinballern, ne? Hm, war jetzt nicht so schlau von mir. Ah, genau. Und das haben wir auch nicht beachtet. Na, es ist aber viel zu viel, ne?
sind 200 Kilogramm. Das kriegt man auch nie weg. Verdammt. Verdammt. Vielleicht kriegen wir das so weg. Vielleicht kriegen wir das so weg. Immer noch nicht. Jetzt geht die Pumpe hier los. Und die können hier zumindest ein bisschen aufräumen. Da sehen wir schon. Ganzes Kohlendioxid geht hier raus. Perfekt. Und die sind hier am Saubermachen. Perfekt. Sieht doch gut aus. So geht das auch. Einfach die Fläche erhöhen sozusagen. Und hier sagt er jetzt zu viel. Da haben wir... Das steht hier nicht, ne? Oh, 500 Kilogramm. Jetzt könnte man theoretisch sagen, baut dann mal aus Granit hier das zu. Und dann können wir gucken. Da verteilt sich das auch nochmal. Ja, perfekt. Genau so. Wunderbar. Also, ich denke mal, wir haben das Wichtigste erreicht. Ich bin nur nicht sicher, wann wir hier aufhören. Wann hören wir hier auf zu schöpfen? Das weiß ich nicht. Ich meine, wenn... Ah, wir können einen Hydrosensor machen. Und zwar einen, der hier, sagen wir mal, bis zu einem Pegel bis hier oben schaut. Und dann gibt er hier ein Zeichen. Okay, das machen wir. Das machen wir noch und dann schließen wir auch diese Folge ab. Wir schauen mal hier, das ist der Eingang. Jo. Also, wir machen das so, sagen wir mal so. Auf Mukini haben wir genug Öl. Das heißt, diese Pumpe wird dann nicht mehr pumpen können, weil die Rohre hier zu sind. Ne? Dann füllt sich hier dieser Raum und bis zu einer gewissen Höhe, ne, würde ich sagen... Hier, ne? Ist ganz wichtig, weil sonst wird der... Der ist der überfüllt, ne? Oder wir machen das folgendermaßen. Nee, wir brauchen hier einen separaten. Wir machen hier einen... Oder nee, da. Doch, wir machen hier einen Hydrosensor. Wir machen das jetzt endlich fertig. Nägel mit Köpfen. Zack, zack. So, zu. Und den machen wir auf, wenn über 1000, dann rot. Also wenn, das ist wenn über 1000, dann grün. Also brauchen wir ein Nichtgatter. Nein, nicht aus Blei. Ah, verdammt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht bei diesen ganzen Geräten. Aber wir machen das jetzt mal konsequent durch. So. Nein. So, das sieht schon mal gut aus. Und wir sagen, wenn über 1000... Der Druck 1000... Genau. Du läufst, ne? Das ist doch mal gut. Das ist doch mal eine ganz angenehme Geschichte. Das heißt, wir werden immer diesen einen Pegel hier haben auf diesen Zellen. Und nicht mehr. Das ist schon mal gut. Natürlich kann man theoretisch ein Loch hier machen und dann fließt das Öl immer hier runter. Dann hat man ein Reservoir und so weiter und so fort. Aber
nicht nötig. Auf jeden Fall. Hier haben wir endlich mal hier das ganze Zeug geputzt. Sehr fein übrigens. Wir schauen nochmal, wie sieht's aus mit den Gasen? Ja. Jetzt würde es mir gefallen, wenn hier unten der Sensor wäre, ne? Aber so ist das momentan. Perfekt, würde ich sagen. Wir schauen uns hier das nochmal an. Drücken Pause. Machen auch natürlich Schluss für heute. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.